Hallo und herzlich willkommen zu Profound Singing. Mein Name ist Timothy Sharp, ich bin Opernsänger und Gesangspädagoge und heute beschäftigen wir uns mit dem Thema: Kann ich singen lernen auf YouTube? Singen lernen kann man nur in der Praxis. Sich nur ein Video darüber anzuschauen, bringt überhaupt nichts, wenn man es nicht auch ausprobieren kann. Sonst siehst du nur irgendwelche hohlen Phrasen und Weisheiten, die dich nicht weiterbringen. Das ist auch der Grund, warum es auf diesem Kanal nicht so wahnsinnig viel Gesangsübungen gibt. Das Problem ist einfach, selbst wenn ich es sehr gut erkläre, kann ich nicht gewährleisten, dass du die Übung richtig nachmachen wirst. Und das ist doch das Entscheidende, das direkte Korrektiv. Natürlich kann man autodidaktisch erste Erfahrungen sammeln, gar keine Frage. Das ist sogar sehr gut. Allerdings ist es immer besser, eine erfahrene Lehrerin oder einen Lehrer dabei zu haben, der einem sofort Feedback zu dem gibt, was man gerade gemacht hat. Es geht einfach schneller und man übt sich keine schlechten Angewohnheiten an. Man weiß doch bei vielen Leuten, die ein Video auf YouTube produzieren, gar nicht, was für einen Hintergrund sie wirklich haben. Wie will man das unterscheiden? Hier tummeln sich doch ganz viele hervorragende neben mittelmäßigen und eher unterirdischen Videos. Und sie sind direkt nebeneinander und es gibt keine Filter, um wirklich herauszufinden, um was für eine Art Video es sich handelt. Also ich kenne nur vier Lagen. Mittellage, Bruchlage, Notlage, Niederlage. Für Anfänger halte ich daher YouTube für gänzlich ungeeignet und geradezu gefährlich. Für Fortgeschrittene. Wenn du ein fortgeschrittener Sänger bist und erkennst, dass du dich vielleicht auf einem technischen Irrweg befindest, können solche Videos sogar sehr gefährlich sein. Denn es kann sein, dass du komplett verwirrt bist. Denn du kannst den Videomaker ja nicht fragen, ob du die Übung richtig verstanden hast. Und er kann dir auch kein Feedback dazu geben, ob du sie richtig ausführst. Wenn du technisch nicht einigermaßen sattelfest bist, kann es dich mehr verwirren, als dich vorwärts bringen. Für Profis finde ich es ein bisschen eine andere Geschichte, denn Profis sind ja in der Regel mit einer relativ guten Gesangstechnik ausgestattet oder einer sehr guten Gesangstechnik und sie können genau einordnen, wovon der Videomaker gerade spricht. Und das ist auch der Grund, warum dieser Kanal sich hauptsächlich an Fortgeschrittene wendet und an berufstätige Sänger, Gesangspros. Das ist selbstverständlich auch hier bei Profis kein langfristiger Satz für einen Lehrer, kann aber kurzfristig eine Frischzellenkur darstellen. Ich brauche keinen Gesangsunterricht. Ich kann auf YouTube singen lernen. Du Vollspaten! Es ist total wichtig, dass du einen Lehrer findest, mit dem du physischen Gesangsunterricht machst. Gerade wenn du Profi bist. Ich weiß, oft ist keine Zeit dafür, man hetzt von Probe, zu Repetition, zu Aufführung und so weiter. Und man hat keine Zeit, sich wirklich mit der Stimme zu beschäftigen. Es sei denn, was die Schwierigkeiten der jeweiligen Partie angeht. Meistens beginnt man erst nach einem Lehrer zu suchen, wenn es eigentlich schon, naja, Viertel oder 5 vor 12 ist, also wenn man schon massive stimmliche Probleme entwickelt hat. Und dann ist YouTube garantiert kein großes Hilfsmittel. Also dann heißt es wirklich Lehrer suchen und mit dem arbeiten. Also sucht euch einen Lehrer und lasst euch zwischendurch mal auf YouTube inspirieren. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Like da und abonniert den Kanal, denn das ist komplett kostenlos und ich werde noch garantiert ganz, ganz viele interessante Videos zu dem Thema professionelle Gesangskarriere, Gesangstechnik und Inspiration bringen. Wenn du magst, kannst du gleich mal eins von diesen beiden hier ausprobieren. Vielleicht sagt das dir ja sehr zu. Und wenn du helfen möchtest, diesen Kanal besser zu machen, dann würde ich mich total freuen, wenn du an der Umfrage teilnimmst, die ich in den Kommentaren unten gepostet habe. Das dauert wirklich nur eine Minute. Es sind 10 Fragen, was ich besser machen kann, damit die Videos dir in Zukunft noch besser gefallen. In diesem Sinne, bleib immer gut bei Stimme und bis bald.